Dynamite, meine Freunde. 30 Millionen Vorregistration. Das war das große Ziel von Squadbusters bis zum Global Release. Und dieses Ziel wurde vor ein paar Tagen bekanntlich geknackt. Doch jetzt wurde der Belohnungsweg um eine allerletzte Stufe auf 40 Millionen erweitert. Was genau uns jetzt bei 40 Millionen erwartet und warum das ein Riesenspoiler für das kommende Update ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Denkt auf jeden Fall daran, meinen Creator-Code Psy im Shop einzugeben und lasst auch gerne auf meinem Kanal jetzt schon mal ein Abo da, damit wir bis zum Global Release eventuell noch die 8000 Abos zusammenknacken können. Ja, Freunde, die 30 Millionen Vorregistrationen wurden geknackt. Sogar relativ schnell, wie ich finde. Ich glaube, das waren jetzt ungefähr 20 Tage von der Ankündigung bis zu den 30 Millionen. Und damit konnten wir uns alle möglichen Belohnungen in all unseren Lieblingsgames einsammeln. Ich selber habe das übrigens auch gemacht. Ich war in jedem meiner Games drin und habe mir die Belohnung eingesammelt. Da kommt die Tage auch noch ein Video drüber. Und das waren echt viele Belohnungen, muss ich sagen. Doch wie sieht es jetzt eigentlich aus mit den Belohnungen in Squadbusters? Wann bekommen wir die endlich? Das werde ich so oft von euch gefragt. Und Freunde, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja, auch ich muss mich noch gedulden. Ich kann es ja auch kaum erwarten. Ich weiß ja, wie ihr euch fühlt. Aber es wurde von Anfang an ganz klar kommuniziert. So steht es auch auf jedem Bild drauf. Die Belohnung in Squadbusters selber gibt es erst nach dem Global Release. Das heißt, wir müssen uns noch so ungefähr 2 Wochen gedulden und dann können wir endlich die fetten Belohnungen in Squadbusters einsammeln. Ich hole euch an der Stelle aber noch mal ganz kurz ab, welche heißen Belohnungen uns denn überhaupt in Squadbusters erwarten und für welchen Meilenstein wir diese dann bekommen haben. Also, für die 1 Million Vorregistration gibt es einfach 10.000 Gold für alle Leute in Squadbusters, die sich halt vorregistriert haben oder das Spiel bereits spielen. 10.000 Gold, das sind auf jeden Fall schon mal einige Truhen-Tickets, die schmecken schon mal. Für 5 Millionen gibt es dann El Tigris, also eine der beiden Megatruppen. Da hoffe ich natürlich, dass sie zum Global Release nochmal reworked werden. Ich meine, wer jetzt schon Squadbusters spielt, weiß, dass die Megatruppen schon ein leichter Krampf sind. Das ist so ein Feature, das würde ich auf jeden Fall nochmal ändern bis zum Global Release. Ich hoffe, das kommt. Sie wissen auf jeden Fall Bescheid. Sie haben sogar schon gefragt, was wir denn anders machen würden an Megatruppen. Das wurde mal irgendwo auf Instagram, glaube ich, gepostet. Ich hoffe, dass das bis zum Global nochmal gefixt wird und dann nehmen wir die El Tigris natürlich mit Kusshand entgegen. Für 20 Millionen gibt es dann 3 Kisten, eine in jeder Seltenheit, also eine gewöhnliche, eine seltene und eine epische, und da hoffe ich ebenfalls, dass es nochmal eine kleine Änderung zum Global gibt, nämlich, dass man noch mehr, noch schneller Buster ziehen kann. Da höre ich nämlich von euch immer wieder, ihr zieht viel zu wenig Buster, und ich drücke euch natürlich die Daumen, dass in einer von den 3 Kisten zumindest ein neuer Buster für euren Account drin ist. Und für den letzten offiziellen Meilenstein von 30 Millionen kriegen wir diesen coolen Squadbusters Global Release Emote komplett gratis. Ich finde, er sieht mega schick aus. Ja, ich weiß, Emotes besitzt man sowieso nicht so oft, aber trotz allem, es haben immer besser als brauchen. Und Digga, der Emote wird halt komplett exclusive sein. Wahrscheinlich wirst du ihn nie wieder bekommen. Und dafür ist er halt eine 10 von 10. Ich finde, er sieht mega geil aus. Einfach dieser Squadbusters Magier mit dieser Global Release Kugel auf dem Hut. Nehmen wir mit, gefällt mir. Doch jetzt mal zu dem Thema, warum wir alle hier sind. Jetzt kommen wir mal zum heißen Stuff. Zu der Belohnung, die es zur zusätzlichen 40 Millionen Marke gibt, Freunde. Und das wird einfach eine absolute OG-Geschichte. Es ist halt sowas wie der Star Shelly Skin vom Brawlstars damals. Den haben die wenigsten, weil viele, die das Game damals angefangen haben, haben es halt entweder zu spät angefangen und zocken es jetzt noch, haben den Skin nicht, oder haben sich halt damals runtergeladen und zocken es einfach jetzt nicht mehr oder haben ihren Account verloren. Deswegen ist der Star Shelly Skin halt wirklich einer der meistgehyptesten Brawlstars Skins. Und so wird das mit der Belohnung, die wir hier bekommen, auch sein, Leute. Den kriegen die wenigsten Leute, nur alle, die sich das Game zum Global Release runterladen. Und das wird einfach diese mega geile Plaza-Deko. Guckt sie euch an, Leute. Sie sieht so schon extrem heftig aus. Aber gucken wir doch jetzt mal drauf, wie sie aussieht, wenn sie auf einem der leeren Bauplätze, also im Spiel, steht. Und das sieht schon besonders sick aus. Ey, wir warten da schon so lange drauf und endlich steht da mal was. Und das auch noch so eine frische Deko. Ich habe schon in einem Kommentar den Einwand gelesen. Ja, aber mit dem Skin kannst du zumindest angeben, mit einer Deko nicht. Aber wer weiß, vielleicht kann man ja mal irgendwann Plazas angucken von anderen Leuten. Oder man kann vielleicht sogar irgendwann Plazas überfallen. Digga, das Potenzial ist da. Und letztendlich ist es halt einfach etwas extrem Exklusives, warum es in jedem Fall geil ist. Egal, ob man es jetzt den anderen Leuten so zeigen kann oder ob man dafür halt so Screenshots schicken muss. Letztendlich wird es früher oder später ein Fleck sein. Und diese Deko ist auch der Grund, warum ich sage, dass es einen 100%igen Spoiler auf das kommende Update gibt. Diese Deko ist quasi der Spoiler. Ihr könnt die Deko im Plaza platzieren.
Und das heißt, die Plaza-Upgrades sind da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Supercell es so macht, dass man wirklich nur die Deko dahinstellen kann, mehr nichts, und dann muss man halt darauf warten, bis das Plaza-Upgrade kommt. Also ich denke, dass wirklich dieses Plaza-Update mit dem Global Release jetzt damit bestätigt ist. Es wird Plaza-Gebäude geben. Es wird wahrscheinlich nützliche Gebäude geben und es wird noch weitere Deko-Artikel geben. Das ist die Hauptmonetarisierung erstmal in Squad Busters, bis dann auch Skins kommen. Und ich glaube, dass das halt das Hauptfeature zum Global Release wird. Und wie geil ist das, Leute? Wir warten da schon ewig drauf. Wir spekulieren schon ewig darüber, was kann alles ins Plaza kommen. Und bald ist es soweit, dann kriegen wir das Plaza serviert. Ich freue mich auf jeden Fall mächtig darauf, das Plaza mit euch zusammen zu erkunden. Und als ob das nicht alles schon geil genug ist, wurden heute einfach nochmal zwei weitere Belohnungen, die es fürs Vorregistrieren gibt, angekündigt. Und das sind diese beiden Emotes, meine Freunde. Den ersten Emote hier, den bekommt ihr, wenn ihr euch auf einem Android-Gerät vorregistriert oder wenn ihr das Game zum Global Release auf einem Android-Gerät spielt. Es ist ja auch quasi so ein Android-Goblin, passt eigentlich ganz gut. Und der zweite Emote, der hier, der ist für die Apple-Spieler. Also auch für mich, weil ich auf dem iPad Spiele, für die Leute, die sich auf Apple vorregistriert haben oder das Game halt zum Global Release auf Apple zocken. Die große Frage, die sich halt jetzt stellt, ist, kann man irgendwie beide Emotes bekommen? Und ich sag euch ehrlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Digga, ihr kennt mich, ich bin so ein Emote-Geier, ich will alles haben und deswegen will ich es probieren. Ich habe hier noch ein Android-Handy rumliegen, das liegt da irgendwo da hinten, ich habe es mir extra ausgeliehen, weil wir aus Finnland auch den IRL-Stream machen, dafür brauche ich ein Android-Gerät, weil auf Android, Digga, da ist einfach die Bildqualität ein bisschen besser. Und ich habe halt mein iPad, auf dem ich eh jeden Tag zocke. Deswegen versuche ich mich jetzt nochmal vorzuregistrieren irgendwie. Und ich versuche mir das Game jetzt schon mal runterzuladen, mich mit meiner Supercell-ID zu verknüpfen und dann halt zum Global Release auf beiden Geräten abzustauben. Das ist halt das Einzige, wie du es versuchen kannst. Ich weiß nicht, ob das klappt, das werden wir dann erst sehen, aber ich muss es halt versuchen, weil ich will die beiden Emotes haben, sage ich euch so, wie es ist. Mehr gibt es dann in diesem Video nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches von den ganzen Belohnungen ihr am geilsten findet. Seid ihr eher so der Typ Emote, seid ihr Typ Deko oder findet ihr es vielleicht geiler, wenn jetzt schon die Skins reinkommen? Schreibt mir alles mal gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im Livestream oder im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.